Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, hier haben wir aufgehört, wir müssen durch die Tür, davor schauen wir uns noch die Loot-Möglichkeiten hier an. Oh, das ist ja relativ dürftig, da hinten liegt noch was. Großzügiges Vorratslager. Na, das müssen wir auf jeden Fall noch aufbrechen, wenn es denn hier rumliegt. Und wo hat sich das großzügige... Das ist unten, da ist ein Signal. Da müsste das Lager sein. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Also entweder wir kommen von der Seite nicht rein. Ja, das ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichste. Und da unten ist ein Fuchs. Wie kommt der dahin? Na gut, hier geht's runter ins feuchte Nass. Das braucht man nicht. Dann gehen wir erstmal durch die Tür. Bin mal gespannt, ob wir ein Gaia-Backup finden. Ja, ja, Generkennung her damit. Na, ja, mach mal. Genetisches Profil bestätigt. Zugriff gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte eintreten. Bitte Hi. Eintreten. Ja. Bitte eintreten. Soll das ein Witz sein? Ich glaube, wir haben Glück. Glück? Glück? Die Tür ist völlig zerstört. Na, das sehe ich auch. Aber du kannst trotzdem hindurch. Und wo? Wenn du noch etwas geduldig bist. Nein, bin ich nicht. Siehst du diese Kristalle? Die Osram ja. Nennen sie Feuerglimmer. Sie sind brennbar. Ja, sag nicht das stark doch gleich. Genug, um so eine Tür zu sprengen. Aber vielleicht stark genug, um sie etwas weiter aufzubrechen. Ganz genau. Das geht nur mit einem Anzünder. Ich schicke dir jetzt die Pläne. Oh, ich dachte, das geht mit Feuerfeuern. Du Maschinenteile und das Öl vom Brennkraut. Es ah, das habe ich schon. Wasser. Aber in der Nähe gibt es einen See. Die Teile sind komplizierter. Du brauchst ah, eine was? Waffenspule aus der Energiezelle eines Sprungschlägers. Aber ich glaube schon. Entferne die Energiezelle, bevor du die Maschine erlegst. Sonst zerbricht sie. Ja, ich Alles bin doch klar. kein Stümper. Tja, Tiefwasserbrennkraut habe ich schon. Ich brauche nur die Teile. Okay, dann holen wir mal solche Teile vom Grashüpfer. Ist die Quest irgendwie angezeigt, was ich brauche? Sprungschläger, Waffenspule. Da sind Sprungschläger. Wo haben die jetzt ihre Waffenspule? Egal. Scharfschützenbogen. Irgendwo wird sie ja sein. Okay, wo ist die Energiezelle? Ich denke mal hinten drauf. Wir können uns natürlich auch ein bisschen bedeckt halten. Können wir vielleicht... Nein! Nicht rübersehen, während ich laufe. Also Energiezelle leuchtet doch normalerweise energiemäßig, oder? Weiß es nicht. Was ist die Energiezelle? Das ist mir egal. Kann ich da nicht... Ah, da kommt noch ein flotter Hüpfer. Wir schießen einfach alles ab. Irgendwas wird schon passen. Nein, nicht wegkoppeln. Da fliegt das Teil. Na also, getroffen. Jo, damit rechne ich nicht. War ich kleiner? Hey, das hat ja kaum Schaden gemacht. Das ist aber nicht gut. Ich mach doch sehr gern sehr viel Schaden. Oh je. Da fühlt sich aber jemand zum Kampf eingeladen. So, ihr habt doch die schönen Säurebehälter, du zumindest. Nein, den habe ich nicht getroffen. Wusste gar nicht, dass die das auch können. Vielleicht habe ich es auch wieder vergessen. Komm, geh doch hoch. Kollege. Die Säure frisst sich durch die Panzer. Ja, so soll das ja auch sein. Au. Bist du down? Ja, du bist down. Jo. Ein kritischer Schlag noch. Und du kriegst auch auf die Fresse. Irgendwie. Au! Ich hab mir Mut angesoffen. Was auch immer das bringt. Boah. Kann noch nicht sagen, dass es besonders effektiv ist. Sieht aber cool aus. Vielleicht mache ich immer noch was falsch. So, hier mit den Frachtkapseln. Könnte ich das auch unterbrechen? Nö, ich glaub nicht.
Na gut, hier liegt doch irgendwo das Teil, was ich abgeschossen habe. Irgendwo hier. Gleich um die Ecke. Da vielleicht. Das sieht doch annähernd so aus. Okay, ich habe die Teile für den Anzünder. Oh, die sind respawned, die Teile hier. In der Nähe des Eingangs zur Anlage gibt es eine Werkbank. Mit der du an Hades rumgespielt hast? Rumgespielt? Ja, der hat bestimmt rumgespielt. Ich habe wertvolle Daten extrahiert. Das kannst deiner Mama erzählen. Komm, ich will den doch scannen. Ich brauche die Schwachstellen. Da ist eine. Na gut. Da ist die nächste. Wieso bist du umgekippt, Kollege? Das ist aber Pech für dich. Tja, das ist richtig bitter jetzt. Nicht für uns. So. Ich glaube, Health-Items haben wir genug. Oh, bisschen Reinholz passt noch rein. Ein Wortspiel pro Episode. Und auch immer dasselbe. Das ist so das Ziel für die Let's Play-Serie. Habe ich bestimmt schon verkackt, aber trotzdem. Ich versuch's weiter. Das macht Sinn. Eine Werkbank, dann können wir ja den Anzünder anzünden. Kommen wir endlich an diesen roten Kristalldingern vorbei. Wird auch Zeit. Spezialausrüstung. Ja, herstellen. Abgeschlossen. Dankeschön. Da. Damit sollte ich den Feuerglimmer anzünden können. Na, eine hoffentlich. Eine wirklich nützliche Kombination. So habe ich die Prozessorkugel überhaupt erst aus dem Horus gelöst. Na toll. Ja, schön für dich, Silence. Hätt's mir früher sagen können. Haben wir nämlich schon oft bemerkt. Einen Schritt zurück. Du hast mir gar nichts zu sagen. Na, vielleicht doch. Oh je. Ich glaube, ich bin drin. Dann glaubst du das? Ich spüre noch nichts. Wenn ich mehr Feuerglimmer finde, könnte ich ihn da auch benutzen. Konzentrier dich auf die Aufgabe, Aloy. Ja, halt Maul. Altes schwarzes Armband mit Rolex noch mit dran, Bronzebarren und ganz viele Metallscherben. Das ist doch wunderbar. So, Tür aufstemmen. Wenn man die richtige Taste drückt, klappt das auch. So, ich glaube, da geht's weiter. Und wir haben hier ja noch den ganzen Loot nicht ausgeschöpft. Wie kommen wir überhaupt da rein? Ich glaube, Scan geht durch die Wände. Nö. Nicht mal durch Fenster. Anscheinend ist der Fokus nicht so gut. Ah, da ist ja die Tür auf der anderen Seite. Irgendwelche Maschinen hier. Alles überschwemmt. Oh, und nee. Auf der anderen Seite ist noch eine Tür mit Generkennung. Wenn es Gaia-Backups gibt, sind sie bestimmt dort. Wer weiß das schon? Ich muss irgendwie da rüberkommen. Schwimmen? Oh, Waffen. Gute Waffen. Aloy, nimm eine davon. Viel besser als Pfeil und Bogen. Macht auch viel mehr Spaß. So, da kann man nicht rüber. Ich wette, da ist irgendwas Ekliges im Wasser. Metallleiter. Der leitet wohl nicht, sondern ist einfach für uns zum Raufklettern. Ansonsten sind da böse Fischis drin. Wir schauen mal kurz ins Fertigkeitenmenü oder auch nicht. Wir haben keine Skillpunkte. Ich hätte nämlich gern den Skill, womit ich länger unter Wasser atmen kann. Vor. Ich kämpfe mich durch verfallene Ruinen, während du durch meinen Fokus spionierst. Ja. Werd nicht nostalgisch und such lieber weiter nach einem Backup. Lüftungsbedienfeld. Kann ich mich hier nirgends festklammern? Was ist denn da unten? Ich glaube, das ist nur der Schimmer, der hier rüber schimmert. Ah, ich dachte, ich könnte mich da irgendwo aufseilen. Das sieht nicht so aus. Ah, kann mit dem Zugwerfer. Dann zieh mal. Mein Zugwerfer könnte hier nützlich sein. Und ui. Na also, hat doch geklappt. So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Okay, dann eben in die andere Richtung. Nach oben oder nach rechts. Und ohohoho. Na, dass die Steuerungsbefehle noch ankamen, das war ein bisschen mehr Panik, als mir lieb ist, wie ich mir da gemacht habe. So, wie ging das? Rückwärts. Oh, du bist noch dran. Aloy, ich dachte, du bist wieder ins Wasser gehopst.
Okay, hier kann man gar nicht durch. Wäre vielleicht eine gute Idee. Ja, dann lasse runter. So. Müssen wir dann einfach wieder... Ah, da oben müssen wir hin. Aloy, das gleiche machen wir jetzt nochmal. Ich vertraue dir. Fällt mir schwer zu vertrauen. Muss ich gestehen. So, jetzt sind wir aber schon mal hier drin. Nein, eine Energiezelle. Hat jemand eine AAA-Batterie? Ah, da ist ja eine. Eine Energiezelle. Ja, wo die wohl reingeschossen werden muss. Ein Glück lag noch eine volle hier rum. Ja, sehr praktisch. Hat geklappt. So. Oh, sieht das hier toll aus. Gibt's hier Loot? Da muss noch eine Energiezelle rein. Okay, Metallscherben, Bronzebarren. So langsam werden die Taschen wieder schwer. So, können wir nicht jetzt einfach die Tür irgendwie offen halten und die Energiezelle da reinnehmen? Ich habe das Gefühl, die Tür schließt sich dann, warum auch immer sie das tun sollte. Okay, tut sie nicht. Alles wunderbar. Dann kommst du da rein. Ach, das ist schön, dass das klappt. Ich dachte, das wäre jetzt wie in Portal so ein Rätsel. Bekomm die Energiezelle in den Raum, ohne die Tür zu verwenden. So. Achso, Audiodatenpunkt. Oh, das muss nicht unbedingt was sein. Was ist über mir? Ja, ich schau gleich nach, Aloy. Ich muss hier erstmal eine Batterie reintun. Sie gibt echt hilfreiche Kommentare, wenn man direkt lost im Spiel ist. So. War das richtig? Jetzt liegt die Kiste da unten. Habt ihr jetzt davon? Was ist hier noch drin? Was Blaues. Oh, nicht so viel Wertvolles. Da liegt auch noch was, wie auch immer man da hinkommt. Kriegt das ja hier nicht wirklich ab. Ja, Aloy, übertreib's nicht. Ich glaube aber, wir müssen tatsächlich jetzt hier runter. Oh nein, mehr Energiezellen. Woher soll ich das wissen? Noch eine Konsole zu sein, die Energie braucht. Serverraum halt. Man kennt sie. So, dann scannen wir mal die Lage. Da würde ich eigentlich durchpassen, aber Aloy ist bestimmt anderer Ansicht. Ansonsten, die Kiste ist hinter uns. Batterie haben wir so gar keine. Ja. Vielleicht schon wieder hochgehen? Kann ich die Batterie mitnehmen? Müsste ich eigentlich, oder? Komm schon, Aloy. Gib dein Bestes. So, dann schauen wir mal, ob wir die hochbekommen. In meinem Alter ist es nicht mehr so leicht, die Batterie hochzubekommen. Ja, geht schon. Mit der richtigen Motivation. So, nicht fallen lassen, nicht fallen lassen, nicht fallen lassen. Ah. Jetzt dämlich. Dann mach mal jetzt damit. Aloy, kannst du dir nicht kurz auf den Rücken schnallen? Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Aha. Dann fokussier dich mal. Hey, ein nicht identifiziertes Signal. Und wir kommen nicht darüber. Vielleicht hätte man die Kiste hier gebraucht. Ja, Energiezelle einsetzen. Toll. Da bringt sie mir viel. Ah, der geht doch auf. Vielleicht von der anderen Seite. Komm schon, ich drück die richtigen Tasten. Mach die richtige Aktion dazu. Naja, hat ja geklappt. Ja. Bisschen Schwund ist immer. Da sind Kristalle. Und hier brauche ich wahrscheinlich die Kiste. Na gut. Dann Strategie B. Also die richtige Strategie diesmal. Fokus findet vielleicht was. Ja. Ich fokussiere die ganze Zeit. Manchmal hilft er halt nicht. Hör auf, so rumzuspringen. Na gut, dann zünden wir das mal wieder an.
Ja, wunderschön. Die Animation hätte auch ein bisschen schneller gehen können. Na komm schon, Energiezellen. Ach toll. Muss ich sie jetzt von da wieder schleppen? Na, kriegt man hin. Ein ganz schön schweres Teil. Wäre echt praktisch, hätte man so einen Rucksack, wo man es einfach reintun könnte. Nee, gut, dann Vorsicht, das geht auf die Bandscheibe. Oh, das tat weh. Die Konsole ist abgeschaltet. Ja, warum schiebt man das wohl da rein? So. Sicherheitskonsole. Sieht nicht sehr sicher aus. Interessant, dass die ganzen Sachen hier überlebt haben. Alte Truhe. Was ist denn da drin? Was haben wir denn hier? Kein Gaia-Backup. Okay. Da muss aber nochmal Energie rein. Muss man das zuerst machen? In dem anderen Raum. Ja. Vielleicht hilft mir die Energiezelle. Ja, wer weiß das schon, Aloy. Ja. Wir stecken es einfach mal in alles rein, das uns ranlässt. Wird schon irgendwas Richtiges dabei sein. Ah. Leute. Hi, Elizabeth. Oh, Mann. Ich sag's dir, Liz. Nach der Nummer musst du mich lieben. Oh, ich hasse ihn jetzt schon wieder. Ich habe mir vorgestellt, wie die Fasinestrottel diese falsche Gaia öffnen. Und ich dachte, dass sie wissen müssen, dass sie von uns kommt. Das ist kein Streich, Travis. Ich habe nur einige Avatare gescriptet. Was von dir, was von mir. Um unsere Botschaft persönlicher zu machen. Kannst du sie einfach schicken? Sobald sie kompiliert wurde, dann sollten wir beide feiern. Ich mag ihn trotzdem nicht. Ich habe Partyutensilien dabei. Pizzarollen, Absinth und ein paar Foodbags. Ich hätte auch gerne Foodbags. Gehe ich zu Bryce zurück. Na gut. Was für eine Stimmung hier. Wie kann jemand wie du, fast schon eine Heilige, die Welt so sehr lieben, aber alle darauf hassen? Oh, das geht sehr leicht. Das kann ich auch. Ich meine, hast du überhaupt Freunde? Wer will dich als Freund? Hast du Freunde? Datei, wertloses Versprechen, bereit für Übertragung. Erweist du mir die Ehre? Da ist ein Kreis, ich schieß rein. Logikbombe gezündet. Ab geht's, ihr Farsi-Spinner. Sei einfach weiter der Beste in deinem Feld, Travis. Naja. Und sei kein Arsch. Ich glaube, der hat uns hintergangen, oder? Ferne, Liz. Ich schwöre es auf Mamas Grab. Und sie war religiös. Ja. Travis lag falsch. Elizabeth wollte dem Leben eine Zukunft sichern. Ihr lagen alle am Herzen. Naja. Ich weiß nicht. Die Außergewöhnlichen gehen einen einsamen Weg, Aloy. Wie wir beide sehr gut wissen. Du hast nichts mit mir gemeinsam. So. Muss ich da oben jetzt rein? Finde einen Weg zur inneren Luke mit Generkennung. Na gut. War das jetzt wichtig, dass wir uns das angehört haben? Ich denke mal ja. Und die Tür ist offen. Das hilft natürlich auch. Noch eine Platte, die ich aufziehen könnte. Ich muss höher klettern, um ranzukommen. Na, das kriegt man hin. Vor allem, wenn es so coole Leitern gibt. So, da kann man nicht rein. Da kann man hier. Was für eine Platte willst du denn aufziehen? Hey. Mach keinen Scheiß. Behälter mit Zugkraft. Reicht das von hier? Streng dich an. Ja! Nein. Von hier aus komme ich mit dem Zugwerfer wohl nicht ran. Hat doch alles geklappt. Wo Problem? Das ist ein tolles Ding. Ja. Wenn du mal richtig hüpfen würdest, hätten wir das gerade gar nicht gebraucht. Springen geht nicht. Gleiten. Aber wenn ich gleite.
Alte Kiste für Wertgegenstände, die hätte ich natürlich gern. Nein, du! Aloy! Oh, ich hab doch Gleiten gedrückt und hier unten ist nicht mal was Cooles. Ah, wir haben ja zumindest die Leiter freigeschalten. Nicht der ganze Fortschritt verloren. Mensch, bin so an die Decke gekommen, dass er nicht mal mehr gleiten wollte. Die Frage ist, ist es mir jetzt wert, die Kiste noch zu bekommen? Eigentlich schon. So. Oh, spring doch mal richtig, Mädel. Na gut. Hui. Nein! Alter, willst du mich verarschen, Aloy? Dann dackeln wir nochmal zurück. Was hat sie da wieder gemacht? Ich habe nichts gedrückt. Hört sich so an, als würde dicht hinter mir was schwimmen. Das ist sehr, sehr befremdlich. Mag ich nicht. Obwohl ich mir fast sicher bin, dass gerade nichts ist unter uns. Trotzdem sehr, sehr befremdlich. So. Letzter Versuch. Nee, was heißt letzter Versuch? Wir müssen ja weiterkommen. Aber diesmal schaffen wir es. Diesmal schaffen wir es. Nicht weitergehen. Nicht weitergehen. Da kommen wir hoch. Das ist sehr schön. Da ist eine Kiste da, wo ich nicht weiß, ob wir... Ah, auch eine Leiter. Ja, passt doch. Dann können wir aber da rüber gehen. Ich glaube, von hier aus komme ich nicht zur Tür. Ja. Du versuchst nicht mal zu springen, Aloy, oder? Erfrischend, schätze ich. Ich denke, das ist... Nein, was ist denn heute mit meiner Steuerungsfähigkeit los? Ja. Ich mag den Enterhaken. Das sehe ich mir mal an. Was willst du dir ansehen? Das hier? Klingt nach einem guten Plan. Feuerglimmer entzünden. Dann mach mal. Ja, ein bisschen auf die Seite, ganz, ganz langsam. Ah, schau mal trotzdem. Was ist darin? Wir waren doch vorsichtig. Noch eine versperrte Tür. Was ist mit der Konsole daneben? Wie soll ich das wissen? Du bist die Expertin. Du hast das gute Genmaterial. Nicht ich. Oh, da war viel Vorrat drin. Da sind Daten. Von Travis Tate. Löschwasserschaden, okay. Hier wurde produziert, bevor Zero Dawn übernahm. So, Konsole, da Konsole. Mit der Tür zusammen. Man braucht irgendeinen Code, um diese zu öffnen. 1, 2, 3, 4. Nein, das war's nicht. Entschuldigung, dann weiß ich nicht. Nein, nicht 2, ich wollte zurück. Abbrechen. Steuerung C, den Code, den haben wir doch hier irgendwo bestimmt aufgesammelt und wissen jetzt nicht mehr, wo er war. Datenbeschädigung. Trevor steht nicht auf Verräter, okay. Das ist selbst ein Verräter. Woher soll ich das wissen? Steht da was mit Code? In Versuchung. Ich bin nicht in Versuchung im Moment. Okay, der Bunker ist verstärkt. Da steht Pharaoh. Das ist kein Code. Da steht Bunkertür und auch Pharaoh. Ich glaube... Ich Ja. Datenpunkte, Notizbuch, Datenpunkte, Sprachaufzeichnung, Sprachaufzeichnung, Hades, Travis und Elizabeth in Versuchung. Zeigen wir es mal an. Ah, schade, ich dachte, das wäre der Code. 7482. Aha, Teufel, haben sie noch was? Also 7482 haben wir schon mal. Der Hörprotokoll.
Nee, brauchen wir gerade nicht. Ich hab's vergessen. 7842, 7482. Wir werden es rausfinden. Welt, Blicke in den Himmel, Beuteverträge, also die Verträge muss man nicht lesen, die Teile auch nicht. Mensch, gibt's da viele, viele offene Fragezeichen? Weil hier, das war doch. 7482. 7, 4, 8. Na, also. Ja! Na, also, sehe ich doch Informationen zu skippen und irgendwie die richtigen noch zu erhaschen, ist eine Spezialfähigkeit von mir. Klappt in einigen Prozent der Fällen im niedrigen einstelligen Bereich. Kriege ich damit was Nützliches hin? Aber das ist ja auch besser, als dass es gar nicht funktioniert. Kriegst du das hin? Kriegst du hin? Wieso? Ah, du hast es geschafft. Ich bin. Nein, Aloy. Einfach hochziehen. So, ich drücke nur hoch. Na, also. Schau, im nächsten Stockwerk. Das geht ja ratzfatz hier. Noch ein Datenpunkt. Noch eine Beutekiste. Die ist mir viel wichtiger. Irgendwas hier noch. Schönes Mikroskop. Nö, gut. Können wir nicht gebrauchen Da ist aktuell. die Tür. Ich komme näher. Hohoho, beinahe wäre mal runtergefallen. Das dämpft den Fall. Was dämpft den Fall? Gab es hinter uns eigentlich eine Leiter? Ja. Aloy, ich hätte mich gleich vergessen. Alter, diese Steuerung heute. Es liegt an mir, aber ich weiß nicht, warum es gerade so schlimm ist. Hat das was gebracht? Habe ich was gut gemacht? Glaubt nicht. Wir versuchen es trotzdem. So, da müssen wir wahrscheinlich rüber, um dann da hinzukommen. Da hinten gibt es auch noch was. So, das kann ich bestimmt runterziehen, oder? Ah! Ah! Wäre schön, wenn ich mich jetzt mit dem Teil irgendwo Das wird einhaken nichts. könnte, damit ich das hier ziehen kann. Kann ich das von hier aus ziehen? Nein. Na gut, dann. Ja, gerade so. Aloy, das machst du super. Ich glaube an dich. Die ganze Menschheit hängt davon ab. Ja, das war falsch. Probier mal gleich nochmal. Das war richtig. Na, also, so langsam läuft es. Wir haben nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Egal, wir haben es ja freigeschalten. War mal eigentlich da oben schon? Da gibt es auch eine fancy Tür. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Die Leiter habe ich natürlich übersehen. Nicht verzagen. Wir sind gleich da. So, hoch mit dir, Aloy. Diesmal schaffen wir es, ohne nass zu werden. Eventuell. Eventuell ohne. Ja, war knapp. Ich War sollte knapper, als mir übergreifen lieb können. ist. Das ist korrekt. Und guck mal, wir haben hier direkt die Leiter. Mach nichts Falsches, sondern klapse einfach nach unten. So. Und dann haben wir hier eine Leiter. Ich mag das System mit Leitern. Warum habe ich nicht immer eine mobile dabei? Das wäre viel praktischer. Einfach auf den Rücken, bäm, 20 Meter Leiter. Gleich so eine Klappleiter. Ja, wäre praktisch. So, runter, runter. Munter hinunter. So. Nummer 1. So, da ist natürlich noch was. Ob man da hinkommt, keine Ahnung.
Ich würde gerne erstmal hier rauf. Okay, das hat geklappt. Hui. Aber noch von hier kommen wir doch nicht darüber, oder? Achso, da ist ja wieder was zum Ziehen, glaube ich. Na, so langsam läuft es. So langsam läuft es doch. Okay, das war das überflutete Lab. Ja. Ein Antiscan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobeck. Selber guten Tag. Ich mag's nicht, dass die Quest Tor des Todes heißt. Ich will lieber Tor des Lebens. Ui, was ist denn das? Das Ding ist ja riesig. Sieht ja aus wie ein Humanoid. Der Strom ist weg. Nur für die Konsole nicht. Es ist feucht hier drin. Genetisches Profil bestätigt. Guten Tag, Dr. Sobeck. Servus. Möchten Sie Einsiedlerspinne aktivieren? Nein. Nein! Okay, wird hochgefahren. Keine Einsiedlerspinne. Scheint instabil. Und sehr schwer. Passbar. Ich mach mal Pfeile nach. Ich glaube, wir gehen gleich drauf. Wenigstens habe ich Strom. Und es gibt hier Daten. Anscheinend ja, ja. Ist diese Einsiedlerspinne ein Testapparat für Gaia und Hades. Ich sollte mir das Zugriffsfeld anschauen. Ja, die wird uns gleich umbringen. Leg los. Na gut. Du bist der Boss, Silence. Werde ich halt jetzt von dieser Einsiedlerspinne umgebracht. Okay. Was soll's, dann rettest diese du halt die Welt. Kapseln sind wohl Speichereinheiten. Was eine für runde mit Kapseln? Backups, die andere mit Gaia-Backups. Ich dachte, das sind Sägeblätter. Hades ist unten, aber der Gaia-Behälter klemmt. Dann entklemm ihn eben. Ich muss das Kabel von... Vielleicht kann ich auf die Kopplung am Arm schießen. Ich glaube nicht, dass der das mag. Ist das nun vielleicht? Kann auch Seil treffen, wenn das hilft. Okay, das sah schon mal besser aus. Nicht ganz stabil. Hoffentlich hast du es nicht beschädigt. Ah, was? Da es jetzt unten ist, sollte ich auf die Kapsel zugreifen können. Na, wenn du das sagst. Ah, da sind ja ein paar Gaia-Versionen. Nimm halt irgendeine. Zwei sogar. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Das eine fällt uns bestimmt gleich runter. Druck gering. 98% Speicher? Das kann nicht stimmen. Gaia war eine Superintelligenz. Man kann nicht erwarten... Was jetzt? Einmal Reboot, bitte. Systemkern. Keine Unterfunktionen? Die Kopie ist nicht komplett? Nein. Eher ein Samen, aus dem Gaia wachsen könnte, wenn sie Unterfunktionen für eine heuristische Matrix hätte. Also ist das nutzlos? Woher wisst ihr das alles? Ich fürchte, ja. Ohne Unterfunktion. Ah! Aloy, du hast alles gegeben. Wofür? Für nichts? Wir haben doch jetzt ein Backup. Der Welt für eine Person also ein Teil vom Backup. Selbst für dich. Warte. Ohne Unterfunktionen ist sie nutzlos, aber es gibt Unterfunktionen. Da draußen. Die ursprünglichen. Die verstreut wurden, als Gaia sich hochgejagt hat. Die können überall sein. Du wirst sie nicht rechtzeitig finden. Selbst wenn, hat das Signal sie mutieren lassen wie Hades. Du weißt gar nichts. Sicher weiß ich. Viel sogar. Wenn es klappt. Du weißt gar nichts. Ah. Scheiße. Der Versuch war's. Oh. Du hast Minerva. Aber keine Verbindung. Nicht weit. Minerva McGonagall. Die Berge westlich von Rheinklang. Auch die Beste. Nah genug, um sie zu holen. Ich hatte gehofft, alle Unterfunktionen zu finden. Aber eine ist immerhin ein Anfang. Genau. Das stimmt. Stellst du Minerva wieder her, kann man damit Gaias heuristische Matrix auslösen. Und ist sie bei Bewusstsein, sucht sie mit mir die anderen Unterfunktionen. Ich sammle sie ein... Und baue sie Stück für Stück wieder auf.
Sehr clever. Das kriegt man hin. Glaubst du noch, ich kann die Welt nicht alleine retten? Ja, ohne ihn hätte es jetzt nicht so gut geklappt. Was soll der Alarm? Naja, also das. Warnung, Eindringlinge, Warnung. Aloy, du musst genau zuhören. Oh nee, ich habe wieder einen Trick. Die wollen genau dasselbe wie du. Gaia ist neugeboren, daher sind sie hier. Freunde von dir? Nein, sie kennen mich nicht. Der Datenimpuls, den ich übertrug und der auf ein mögliches Gaia-Backup hier hinwies, war anonym. Sie sind sehr mächtig, aber sie werden dir nicht wehtun. Nicht, wenn sie sehen, wer du bist, was du bist. Ein Klon von Elizabeth Sobek, ein genetischer Schlüssel zum Neustart von Gaia und dem Aufbau des Systems. Sie brauchen dich. Ich hab dich gewarnt, Silence. Akzeptiere doch einfach das Unvermeidliche. Öffne die Luke. Bin ich denn dir ein Boss? Zuerst rette ich Gaia und die Welt. Dann suche und vernichte ich dich. Ich versuche dir hier zu helfen. Ja, du bist nicht ganz offen mit deiner Kommunikation. War das mein Fokus? Lass mich mal damit. Ach, ich habe hier noch ein Backup. So, neuer Fokus ohne Spyware. Okay, denk nach. Denk. Denken. Mir egal, wie mächtig die sind. Diese Luke, da kann allein ich öffnen. Aber finde ich einen anderen Weg raus? Wir haben doch genügend Munition dabei. Das Wasser hat eine Strömung. Schwach, aber vielleicht ein Weg raus. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt, Gewehr. Guten Tag, Dr. Sobek. Woher haben die mein Profil? Ab in den Hintern damit. Nur da ist es sicher. Was sind denn das für Teile? Die sehen ja mal ulkig aus. Und cool. Vielversprechend. Und wer seid ihr? Beta? Kommt ihr aus dem Weltall? Das sehen nicht wie normale Hinterwäldler aus. Noch ein Klon. Die sieht aus wie ich. Haben wir's? Fantastisch. Kam der Impuls denn von hier? Wieso sagt die nix? Ah. Stimmt was nicht? Nein, alles gut. Shit. Mist. Phantome, Beta. Nein. Ach, ich mag euch schon jetzt nicht. Tja. Hast du eine Ahnung, was ein Klon von Elizabeth Sobek hier will? Vielleicht war es Gaia, als es sich zerstörte. Eine letzte Hoffnung für das System. Das klingt gar nicht gut. Doch. Nein, danke. Verzichte. Aber die Nein, schon genug Probleme. Eric! Nein, ja, nicht Eric. Wie wär's mit ein wenig Downsizing? Nein, kein Downsizing. Sicher. Bin zufrieden mit meiner Stelle. Was, wenn sie den Impuls schickte? Dann war das töricht von ihr. Aber wir haben, was wir wollten. Setzen wir es ein. Jetzt darf ich dem Alien-Typen hier aufs Maul hauen. Töte ich ständig. Schön, und ich im echten Leben. Zittern, wenn das Leben entweicht. Das bekommt kein Holo hin. Klapper ja. Nur schön weiter. Mach dich zum tollen Ziel. Du meinst, dieser primitive Schrott kann mir etwas anhaben? Finden wir es raus. Schieß doch auf den Kopf. Oh Mann, das wird lustig. Da bin ich mir nicht sicher. Du weißt doch gar nicht, was das ist. Oh, muss ich auch nicht wissen. Ja. Ich kann nichts ausrichten. Ah, doch. Ich muss hier irgendwie raus. Tut das weh?
Vielleicht will ich den ganzen Prozessor runterholen. Wen muss ich runterholen? Mit der Konsole kann ich ihn weiter absenken. Konsole blockiert. Soll das eine Waffe sein? Ja. Er ist zu nah. Ich schaff's nicht. Wollt keine Schnellreise. Also, ich glaub, der ist stärker als ich. Sprengfalle. Ah, deswegen muss ich die schneller setzen. Ich verstehe. Ist nicht dasselbe wie Kränkung. Schmerz. Macht. Ja, Macht. Das ist so. Jetzt kann ich die Kopplungen zerstören, die das Ding... Ich kann nichts ausrichten. Komm schon. Komm schon, Spinny. Das wird dir nicht helfen, Kleiner. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube, du bist der Intelligentere im Moment. Oder auch nicht, weil du legst dich mit mir an. Jemanden, der Pfeile schießen kann. Was hast du vor? Dich einrauchen. So, wo ist die nächste Konsole? Na also. Boah. Na los. Streng dich mehr an. Die Beute gehört mir. Nein, danke. Du und ich, wir sind ein tolles Team, nicht wahr? Finde ich nicht. Was für ein Arsch. Den mag ich noch weniger. Dafür habe ich trainiert. Oh, eine Vorratskiste. Der hat studiert? Wo sind meine Rauchbomben? Ah, da ist die letzte. Aha. Aktivier dich, Roboter des Todes. Oh. Das Ding zu zerstören bringt nichts, Aloy. Woher weißt du, wie ich heiße? Na komm. Los, komm schon. Ich muss den Ausdruck kappen. Zeig deine Angst. Hab keine Angst. Ich weiß nur nicht, was der Dank von mir... Dank dir fühle ich all das, Mädchen. Ja, gib mir deine coole Rüstung. Da muss ich kappen. Ich hätte gerade von Kopplung gehalten. Ich muss alle abschießen. Ja, das kriegt man hin. Der kriegt man noch hin. Oh, wie geschickt. Noch mehr Kopplung. Da sind noch zwei Kopplungen am Draht. Greif mich an, nicht die dumme Maschine. Doch, die dumme Maschine, die kann ich verletzen. Nur noch eine. Ey, Leute, ich weiß nicht, was du erhoffst, aber vielleicht klappt es. So, letzte. Hui. Fall. Und fall schnell. Wenn es abstürzt, wird's dich umbringen. Oder uns beide. Spaß allein zu gönnen. Mensch, das war aber ein richtig dämliches Timing von ihm. Weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ja. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das sind mal coole Gegner. Das kommt für mich ein bisschen unerwartet. Jo, mit der Strömung gen Westen. Bye. Was sollte das? Dass ich töte, was du tot haben wolltest? Was denkst du dir bloß? Die Plattform ist eingestürzt und die Leiche mit ihr. Tja. Okay. Und seit wann kriegst du nicht mehr, was du willst? Selbstgespräche sind ein schlechtes Zeichen. Suchen. Oh. Nicht suchen. Nette Phantome. Ich muss einen Ausgang finden. Ja. Da fließt Wasser. Ob es mich zum Ausgang führt? Weiß ich nicht. Ausgang. Das sieht doch gut aus. Ausgang.
Komm schon. Ey, Louis. Gut die Luft anhalten. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, ich weiß, dass wir wenig Sauerstoff haben. Da gibt's 9. Vielleicht gibt's. Ja. Das ist in der Tat Mist gewesen. Na, hier geht's ja weiter. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Vielleicht geht's da unten weiter. Wäre ich mir nicht sicher, Aloy. Vielleicht. Ach doch, passt. Das ist mal eine richtig coole Mission, beziehungsweise Missionsreihe. Gefällt mir. Komm schon, Aloy. Luft. Gute Luft. Gute Aloy. So. Komm schon. Ja. Wie komme ich jetzt hier raus? Darüber. Am besten hier rüber. Oh je. Es sind auch Maschinen. So. Dropkick. Ich schwimm doch schnell. Schneller geht nicht. So. Ja, ist ja gut. Zu lang unter Wasser bleiben hat noch nie jemandem geschadet. Ich hoffe, wir müssen nach oben. Ja. Hat zumindest ein bisschen was gebracht. Ein Glück war das die richtige Richtung, zumindest halbwegs. Hier ist ein Leiterchen. Und hier ist ein Lüftungsschlitz. Auch nicht schlecht. Oh oh. Ich glaube, direkt hinter der Tür sind sie. Ich höre sie zumindest. Oh je. Ich habe wieder Angst. Vor allem habe ich keine Pfeile, glaube ich. Oh doch, das reicht noch. Das reicht noch. Sieht wie ein Versorgungsraum aus. Oh, Taucheranzug. Vielversprechend. Nimm Taucheranzug. Oh nee. Oh nee. Dann lauf mal. Dann lauf mal halt. Hier war noch irgendwas zum Scan einsammeln. Da. Das klingt doch gut. Feuerglimmer. Ah, das war sogar mein Missionsziel. Dann können wir da hoffentlich raus. Geh weiter zurück. Das war knapp. Das reicht noch nicht. Die Spalte ist ziemlich eng. Perfekt. Ich bin auch ungeübt, muss man sagen. Nicht perfekt. Nicht perfekt. Aloy? Problem. Problem. Au. Also ich weiß nicht, ob wir die Welt so retten können. Ein Glück tut uns der Strom nicht arg Schaden, der im Wasser ist. Na gut. So, hat doch alles geklappt. Und die Phantome sind wir auch los. Vorsicht! Vorsicht, geäscht! Das ist aber eine richtig fiese Strömung. Hui, ich glaube, wir haben es geschafft. Aloy, nicht Wasser atmen. Davon haben wir schon zu viel. Ist das Silence? Oh oh, also nicht Silence. Rost. Warte mal, Rost hier, der ist gestorben. Ah! Er ist nicht gestorben. Hi. Das war... Das war zu viel Wasser, das glaube ich auch. Ich bin hier. Ich muss... Mich erstmal erholen, würde ich sagen. Ich muss mich erstmal erholen. Hey, hey, langsam. Immer langsam. Danke, Val, fürs Retten. Hey, alles da. Sehr gut. So wie du ihn vorhin umklammert hast, muss er wichtig sein. Könnt mal meinen. Ein Außenposten des Utaru-Stamms. Nicht weit von deinem Sturz. Wie lang? 2 Tage. Oh. Oh.
Vorsicht, Aloy. Ja, geht schon wieder. Ich hab ja noch heilende Bieren. Aloy. Wir haben keine Zeit. Ich hab was gefunden. Als, In den Bergen westlich von Rheinklang. Ja, das hast du unterwegs gemurmelt. Aloy, was auch immer du da gefunden hast, du kannst jetzt nicht... Wenn es sein muss, kriech ich. Aber okay, damit lösen wir doch nichts. Aber vorher musst du mit jemandem reden. Mit deiner Utaru, so. Sie hat von Ärger in den Bergen gesprochen. Von einer Höhle, aus der Maschinen kommen. Oh, eine Brutstätte. Das kann kein Zufall sein. Warum brauchen wir sie? Gehen wir zur Höhle. Aloy, übertreib's nicht. Im Gebiet der Utaru. In ihrem Gebiet. Sie kann uns helfen. Glaub mir. Wir können auch mal ein, zwei Tage uns erholen. Also die Welt geht unter, aber sie geht nicht in einer Woche unter. Dann auf zur fabelhaften Zoo. Ja, das klingt doch super. Gliedmaßen welken, Wurzeln faulen im Schnee. Doch der Samen wird wachsen, so sicher wie Stein. So. Was ist denn hier los? War ein tolles Lied auf jeden Fall. Sie sollte im Bett sein. Aloy lässt sich nicht sagen. Ja. Du bist also so. Ein dickköpfiger Rotschopf. Rotschopf bin ich. Über die Maschinen. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ich bin Grabesängerin. Mein Platz ist hier. Erhol dich erstmal. Was hat es denn? Sie heißt Re, nicht es. Eine unserer Landgöttinnen. Und sie stirbt. Das ist nicht gut. Doch nicht nur das. Sie leidet. Ihr Zustand geht dich nichts an. So, doch. Wenn jemand helfen kann, dann Aloy. Darf ich? Na gut. Stecken wir einen Speer rein. Oh je. Dann ist bestimmt der Auspuff kaputt. Was ich vorhabe, sieht schmerzhaft aus. Wird dir aber helfen. Speer. Ne, alles wieder gut. Tja, da sind sie begeistert. Ja, guter Zaubertrick, den ich konnte. Wir müssen uns noch unterhalten. Also gut. Hier entlang. Nee, gut. Nach dir. Und ich bräuchte was zu essen. Hab echt Kohldampf jetzt nach den 2 Tagen. Was? Nur eine verstauchte Hüfte. Die Berge. Westlich von Rheinklang. Es gibt Ärger? Ärger haben die Utaru überall. Unsere Ernte ist verdorben. Unsere Siedlungen verlassen. Aber in der Höhle in den Bergen ist es am schlimmsten. Sie ist ein heiliger Ort. Fa, eine unserer Landgöttin, ist vor Wochen hineingegangen, aber noch nicht wieder herausgekommen. Das ist nicht gut. Dafür kommen tödliche Maschinen raus und überwältigen uns. Es ist noch nie geschehen. Wäre ja nicht deine erste heilige Höhle. Das stimmt. Schon viele heilige Höhlen durchsucht. Die Landgötter. Hey, und die Maschinen wie sie, sie sind Götter für euch? Landgötter, ja. Seit Generationen sorgen schön sie für uns. Euch. Bestellen und ernten die Felder von Rheinklang. Oh, das ist praktisch. Nahrung für alle. Ein Wunder endloser Fülle. Eine Farm. Maschinengeleitet. Mehr als eine Farm. Gesegnetes Land, das meine Leute am Leben erhält. Ja, ja. Bis zur Störung. Was für eine Störung? Die heilige also Höhle. Also ist die Höhle heilig, weil Maschinen wie Re und die du Fa nennst, sie besuchen?
Ja, vor der Störung hat jeder Landgott die Felder verlassen und ist zur Höhle gepilgert. Immer in derselben Reihenfolge. Erst Do, dann Re. Do, Re, Mi, Ha. Und so weiter. Do, Re, Mi, Fa. Alle mit Erde von den Feldern besprenkelt. Sie tauchten zwei Tage später, wie neu und ohne einen Kratzer wieder auf. Alle Erde und alle Zeichen der Verehrung waren weg. Jede Rückkehr wurde mit einem der 8 heiligen Feste unseres Kalenders gefeiert. Aber die Störung hat den Zyklus verändert. Ja, oder zumindest dachten wir das. Mit der Zeit haben die Landgötter ihre Pilgerschaft aufgegeben, wurden wirr und zerbrechlich. Doch vor 3 Wochen hat Fa die Höhle betreten. Der gesamte Stamm erhob seine Stimme zu einem Lied, betete, dass der Zyklus von neuem beginnen würde. Fa ist nicht wieder aufgetaucht. Maschinen, die uns töten wollen, allerdings schon. Ja, werden die Maschinen in der Höhle gebaut? Wie in einer Brutstätte? Sieht so aus. Mhm. Aber wie diese Landgötter kommen und gehen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Vielleicht ist es eine freundliche KI, die da drin sitzt. Vielleicht ist es hier Gaia. Uns aufnehmen, überall Ärger, nö. Zur Höhle. Ich muss mir die Höhle ansehen. Was? Das ist niemandem erlaubt. Ja, dann gibt es auch keine Lösung. Den Landgöttern. Hör zu. Da ist noch etwas anderes drin. Etwas Böses. Das Probleme auf der ganzen Welt lösen kann. Die Stürme, die Störung. Vielleicht sogar eure kaputten Landgötter. Kann aber nichts versprechen. Was soll das denn bitte sein? Ein Geist? Ja. So in etwa. Ich könnte zurück nach Rheinklang. Den Chor versammeln. Ja, das bringt auch nichts mehr. Wenn du die Re beruhigt hast. Sie um Erlaubnis bitten, reinzugehen. Ah, ich gehe auch einfach so Großartig. Rein. Ich hol meine Sachen. Wir sollten uns noch ein bisschen ausruhen. Sie braucht Ruhe. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Alles gut, alles gut. Alles gut, ich hab das im Griff. Gib mir meinen Whisky es und dann dauern, geht's weiter. Zu versammeln. Kurier dich aus. Dann komm. Ja, das klingt nach einem sinnvolleren Plan. Bettruhe. Verstanden. Ja, wenn wir nicht kämpfen können, dann können wir auch nicht lange überleben. Gute Nacht. Oh, sind die zwei ein Paar? Sie braucht dich nicht, um zu heilen. Du könntest mit mir nach Rheinklang kommen. Und wer beschützt sie dann? Ich will unterstützen, den Chor zu überzeugen. Vielleicht spricht das für sie. Das tue ich gern, aber... Vielleicht rennt sie weg. Ach, bestimmt nicht. Außerdem sind die Zeltwände sehr dünn. In Ordnung. Bis später. Ciao. So, warte. Ich will ja schon. Nicht, dass ich nicht mit dir gehen will, aber ich... Ich wusste doch, dass die ein Paar sind. Oh. Ist das schön. Knutscht mal schneller, die Episode dauert schon so lang. Ist das, was du sagen wolltest? Ich glaub ja. Es lag mir auf der Zunge. Ja? Dann freue ich mich schon wieder, mit dir zu reden. Freude ganz meinerseits. Ja, ich mich auch. Tschüss. Hab dich lieb. Du sollst dich ausruhen. Val, du solltest mitgehen. Ich werde von allein wieder gesund. Du willst mich loswerden damit? Nein. Diesmal nicht. Nur ein bisschen. Wir treffen uns in Rheinklang, wenn ich bereit bin. Bist du sicher? Ja. Geh. Verschwinde hier. Okay. Los, Val. So. Warte. Na, musst lauter rufen. So, dann gehen wir wohl auf eigene Faust wieder los. Hi, Jungs. Hi, Mädels. Wer sind die? Na, eine ist du.
Ja, wenigstens ist das Weidengeflecht, auf dem wir liegen, echt bequem. Der Rauch kommt aber auch aus jeder Öffnung. Geht's mir besser? Okay, alles verheilt. Wunderbar, das sieht doch gut aus. Fertigkeitspunkte haben wir bekommen. Haben wir ein Lagerfeuer in der Nähe? In 20 Metern, ja. Hi, Jungs. Ich muss Wahl und so in Einklang treffen. Ja, ja, wir haben ein bisschen Zeit jetzt. Na gut. Minerva sollte sich darin befinden. Ja, Minerva scheint nett zu sein. Hör mal auf zu plappern, Aloy, nicht schon wieder. Wir herausfinden, wer die Fremden im Testlabor waren. Aber ja. Zuerst sollte ich mich etwas umschauen. Ja. Mal sehen, was hier zu finden ist. Ja. Na gut, das war's für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.